Banger One Piece existiert! Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf Banger One Piece. Nach einer längeren Pause dachte ich, mache ich wieder YouTube-Videos. Ich habe gestern mit den Shorts-Videos angefangen. Es werden jeden Tag Kurzvideos kommen und ich denke mal, jede Woche ein Video, denke ich, zu One Piece. Das erste Thema, was ich heute ansprechen wollte, ist nämlich vom letzten Chapter 1083, ging es ja um die Reverie, was passiert ist. Und dort hat Dragon ein sehr wichtiges Thema angesprochen von heiligen Rittern. Und wir haben 9 Stück in der Silhouette gesehen. Und einer davon scheint ein Schwertkämpfer zu sein. Einer ähnelt auch Shanks, aber ich glaube nicht, dass er das ist. Persönlich glaube ich überhaupt nicht. Und da gibt es einige Infos oder Hinweise, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Und ich werde mal darüber reden, auch wie stark die eventuell sind und welche Rolle sie einnehmen werden. Weil das ist sehr, sehr wichtig, was er gesagt hat, weil man sie auch sehr, sehr ernst nehmen kann. Weil Dragons Blick war sehr ernst und er war echt besorgt. Er sagt auch, der eigentliche Kampf beginnt erst, wenn die heiligen Ritter erscheinen und quasi mobilisiert werden. Und das heißt schon einiges, dass sie schon sehr, sehr mächtig sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder von denen Admirallevel ist, weil das wäre übertrieben. Das würde auch gar keinen Sinn machen. Aber man kann sagen, dass sie auf jeden Fall schon das Level haben. Also ich denke mal, dass einige von denen erste Kommandant oder drüber sind. Das ist meine Meinung. Darüber reden wir später nochmal. Was sehr, sehr wichtig ist dabei zu sehen, ist, wir sehen nämlich im Hintergrund solche Art Wirbel, die schon eine Teufelsfrucht ähneln. Und es gab damals, als Eki und Khalifa in Ingis Lobby zum ersten Mal ihre Frucht gegessen haben, genau den gleichen Hintergrund. Das könnt ihr auch hier sehen in dem Bild. Und das Krasse dabei ist einfach, ich vermute mal, dass jeder einzelne von denen eine Teufelsfrucht haben wird. Und ich denke nicht nur irgendeine, sondern dass sie wirklich sehr, sehr starke Früchte haben werden. Ich denke mal, Logias werden da safe dabei sein. Sogar mystische Zorns, glaube ich. Weil, ganz ehrlich, die Weltregierung hat sehr viel krasse Früchte. Und wenn man jetzt rein logisch denkt, sind die heiligen 9 Ritter über der CP9, über der CP0. Das bedeutet auch für mich im Umkehrschluss, dass sogar die heiligen Ritter stärkere Früchte haben als die CP0 zum Beispiel. Also deswegen kann ich mir mystische Zorns vorstellen. Ich kann mir spezielle Paramecias vorstellen. Und das macht sie so mächtig, finde ich. Jetzt ist aber die Frage, warum waren sie ganz im Hintergrund und haben nichts gemacht? Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar noch geheimer sind, agieren als sogar die CP0. CP0 ist ja quasi das Schild der Himmelsdrachenmenschen, kann man sagen, der Weltregierung. Aber die Heiligen Ritter, also es gab ja keine wirkliche Angriffsmacht von der Weltregierung. Bis auf vielleicht Emsemas Waffe eventuell und bei die Marine, die alles ausführt. Aber es jetzt gibt nicht wirklich krasse Leute, die die Himmelsdrachenmenschen oder, sag ich mal, die 5 Weisen beschützen. Sind wir mal ganz ehrlich, vor allem, weil die Marine spaltet sich so langsam in 2 Hälften. Das heißt, irgendjemand muss ja dort auf der Seite sein. Und jetzt ist die Frage, gegen wen werden sie kämpfen? Man könnte jetzt sagen, gegen die Revos, weil wenn man Dragon gegen Imsama nimmt und die 9 restlichen heiligen Ritter gegen die Kommandanten plus Sabo plus Ivankov plus Kuma nimmt, sind es genau 9 insgesamt. Der 10. wäre Dragon, bei der Weltregierung wäre es Imsama. Aber die Frage ist, werden sie halt kämpfen gegeneinander? Das ist die Frage, weil der Krieg ist ja eigentlich so, dass ja Ruffy gegen die Weltregierung kämpfen wird, die Revos und die Piraten, die ganzen Allianzer von Ruffy. Und auf der anderen Seite haben wir halt dann die 9 heiligen Ritter. Bis jetzt sind es zumindest 9. Könnten auch mehr sein, aber ich glaube nicht. Man sollte oder genau 9 zeigen. Aber es ist schwer zu sagen. Könnten auch mehr, sagen wir mal 9. Dann haben wir halt Imsama der 10. Dann haben wir die 5 Weisen, die eventuell stark sind, aber wir es nicht genau wissen. Vielleicht waren sogar die 5 Weisen die alten 5 heiligen Ritter. Weiß man ja nicht. Vielleicht waren sie früher auch mal genau die Angriffsmacht, die sie jetzt quasi die 9 heiligen Ritter haben, weil, ganz ehrlich, die 5 Weisen sehen auch aus wie Krieger. Muss man ehrlich dazu sagen. Plus, man muss ja auch sagen, Imsama braucht ja auch Bodyguards. Also ganz ehrlich, vielleicht ist Imsama gar nicht stark, besitzt halt einfach Uranus, aber braucht halt heilige Ritter, die sie beschützt. Es gibt einige Leute, die meinen, dass die 9 heiligen Ritter gegen die Strohbande kämpfen und Ruffy gegen Imsama. Das kann natürlich passieren, aber der letzte Krieg hat so viele Fraktionen, so viele Leute, die gegeneinander kämpfen. Es muss nicht unbedingt die Strohbande gegen die 9 heiligen Ritter kämpfen. Die werden ja auch vorher in Aktion treten. Und vor allem im Krieg werden sie ja nicht ganz am Schluss erst. Aktiv ist, glaube ich, nicht.
Vor allem sind gerade die Rebus, die gegen die Weltregierung gerade kämpfen. Müssen wir halt abwarten. Vom Power Level her schätze ich sie mal ein, dass einer von den Kommandanten Level sein müsste. Ob es jetzt ein zweiter Kommandant oder ein dritter Kommandant, schwer zu sagen, aber es wird auch einige erste Kommandant-Leute geben. Ich denke, es ist der Haupttyp, wird wahrscheinlich sogar kurz vor Admiral-Level sein, also Admiral-Level sein sogar. Könnte ich mir vorstellen. Aber man muss ja auch mal ein bisschen logisch sehen. Wenn Zoro und Sanji gegen ihn kämpfen müssen und Jinbei, dann müssten die ja noch krasser sein als Admiräle. Weil rein logisch gesehen muss die Strohbande die Leute übertreffen. Und wenn jetzt der stärkste von denen nur, denke ich jetzt mal, unter Admiral-Level ist, macht es gar keinen Sinn. Und dann kann Sanji und Zoro die easy weghauen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen glaube ich, dass jeder einzelne von denen, oder zumindest die, sagen wir mal, Top 3 von denen, Admiral-Level oder sogar höher ist. Kann ich mir schon gut vorstellen, wenn man überlegt, dass die sehr geheim, wie die in Wissen kennen die ja gar nicht. Dragon muss quasi Verbindungen gehabt haben zur Weltregierung. Ich bin gespannt, ob die Marine überhaupt über die Bescheid weiß. Auf jeden Fall ist es interessant, dass viele behaupten, dass es Shanks ist, der in der Mitte dort zu sehen ist, aber macht für mich überhaupt keinen Sinn. Weil, warum sollte Shanks auf der Seite der Weltregierung sein? Plus, also, erstmal beschützen, das macht für mich vorne und hinten gar keinen Sinn. Es müssen ganz neue Charakter sein, glaube ich. Die Imsama damals gewählt hat, eventuell, ja, oder ausgebildet wurden, ich weiß es nicht. Krass wäre auch, wenn die fünf Weisen die trainiert haben und dann noch krassen Früchte gegeben haben, dann ist eigentlich komplett vorbei. Es gibt auch eine sehr gute Theorie, dass der Haupttyp, der Anführer von den Heiligen Rittern, einer zur der Figaland-Familie gehört, weil er sieht ja jetzt Shanks sehr ähnlich und man kann ja schon eventuell vermuten, dass es gewisse Familien gab in den Himmelsdrachenmenschen oder den Ryubitus, die eventuell sogar stark waren. Vor allem früher, denke ich. Und dass diese Figaland-Familie halt so die krassesten und stärksten sind eventuell. Man kann auch diese Heiligen Ritter einwerfen, damals als auf Mary Jo, was da abging. Nicht auf Mary Jo, auf God Valley, dass die vielleicht auch da mitgemischt haben. Könnte sein. Also meine Vermutung ist einfach, dass die Heiligen Ritter sehr wahrscheinlich im letzten Krieg aktiv werden und dort eine wichtige Rolle einnehmen werden. Ob sie gegen die Rebus kämpfen werden oder gegen die Strohbande, kann ich aktuell noch nicht sagen. Wenn es gegen die Rebus ist, dann werden sie schon stark sein, aber nicht jetzt übermächtig, sodass die Rebus quasi eine Chance haben zu gewinnen und sie sich steigern. Man hat ja gesehen, dass so ein Karasu oder so ein Morley sogar gegen Admiräle gekämpft haben. Klar waren sie benachteiligt, die Admiräle, aber selbst da haben sie gut mitgehalten. Und wenn die sich noch stärker werden und einen krassen Kampf bekommen, man muss auch sagen, wir müssen ja von den Rebus ja auch mal was sehen. Dann wäre es schon geil, wenn die dann halt in Greta gegen die Rebus kämpfen. Würde ich schon sehr hart fühlen. Und wenn es halt gegen die Strohbande ist, dann müsste halt jeder einzelne von denen sehr stark sein. Und von den Top 3 gegen Sanji, Jinbei und Zoro kämpfen, dann müssten die ja über Admiral-Level sein, muss man ganz ehrlich sein. Es kommt darauf an, wann Oda sie einführt und gegen wen sie kämpfen werden. Vielleicht sehen wir sogar im nächsten Chapter einen der Heiligen Ritter, kann ja sein. Eins ist klar, die werden in dem Krieg eine wichtige Rolle haben. Und ich will noch ganz kurz ansprechen, wie eventuell diese Verhältnisse im Kampf sein werden, also wer gegen wen kämpft. Weil wir haben auf der Strohhut-Allianz die ganzen Königreiche, die er hat, auf seiner Seite, also Alabaster und so weiter. Dann hat Ruffy noch die ganzen Piraten. Ich denke, viele Piraten werden auf seiner Seite sein. Dann hat er noch wahrscheinlich Sword, also mit Corbys Marineleuten. Wird ungefähr die Hälfte sein, vielleicht weniger. Und auf der gegnerischen Seite hast du aber Akainos Einheit. Oder Marineleute, sage ich jetzt mal. Dann die Weltregierungsagenten, CP9, CP0. Dann haben die halt noch die neun Heiligen Ritter, die sie noch haben. Die ganzen Königreiche. Ich denke, dass von jedem Königreich, denke ich mal, so die zwei starke Charakter noch sein werden. Oder mittelmäßige starke Charakter, die dann gegen andere Piraten kämpfen. Und dann hast du noch Imsama mit seiner Waffe. Und wenn die fünf Weisen auch stark werden, was ich wirklich davon ausgehe langsam, weil ganz ehrlich, auf der Piratenseite von Ruffy sind viel mehr klasse Kaliber und da fehlt da so ein bisschen was, finde ich. Und da passt auch, finde ich, dass die fünf Weisen sogar eventuell krasser sind, als wir denken und sie sich quasi zurückhalten immer, dass sie so wirklich die allerkrassesten Bodyguards von Imsama sind. Vielleicht wird, wie gesagt, um die Rebus sich von den Heiligen Rittern gekümmert, Dragon und Ruffy gegen Imsama vielleicht. Sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wir wissen nicht, wie viele es von denen gibt. Deswegen muss man da aufpassen, aber ich glaube, die Zahl 9 macht schon Sinn. Und in diesem Samurai haben wir... die Seraphims habe ich vergessen. Also auf der Weltregierungsseite gibt es noch die Seraphims.
die zwar stark sind, aber ganz ehrlich, die Leute wie Sanji oder Crocodile oder andere sind jetzt nicht wirklich Gegner. Deswegen ist es eher für die mittleren starken Charakter sein. Aber ja, das ist meine Meinung zu den Heiligen Rittern. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Wie stark die sind ungefähr? Welche Rolle sie einnehmen werden? Und gegen wen sie kämpfen werden? Da bin ich sehr gespannt, was eure Meinung ist. Checkt bitte noch meine Videobeschreibung ab. Dort habe ich nämlich einen Discord-Server verlinkt, bei dem ich sehr aktiv bin. Dort habe ich einen eigenen Kanal, sowie einen Text-Channel. Dort kommen auch Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dieser Server ist auf jeden Fall sehr, sehr sozial, freundlich und relativ groß. Würde mich freuen, wenn ihr es abchecken würdet. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.